aus unklaren Gründen war am Sonntagnachmittag ein silberfarbener Personenwagen auf der Landesstraße zwischen Zang und Königsbronn von der Straße abgekommen und hatte sich an einer Böschung überschlagen. Die beiden Frauen in dem Fahrzeug wurden schwer verletzt und waren in den Trümmern eingeschlossen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Dazu kam dann noch aus Augsburg der Rettungshubschrauber, der eine der Verletzten in eine Unfallklinik fliegen musste.